So, meine lieben Freunde, willkommen wieder zu einem Gwent-Video. Heute zeige ich euch, wie ich mit meinem Berserker Dings spiele. Ich habe sogar, ich sehe gerade, ich fange ganz gut an. Machen wir den hier weg. Einer reicht von denen schon. Das lassen wir mal. Und dann packe ich noch die hier weg. So. So. Also. Ihr könnt typisch. Denn was auch immer der Spieler hier macht, wenn immer dieser Verbesser wird, früher gar nicht. Ja, das ist sogar ganz gut. Ihr könnt typisch immer anfangen. Am besten wäre natürlich, wenn ihr hier die Karte hier am Anfang habt. Oder halt in einer Runde. Machen wir mal kurz runter. Handy spackt da gerade rum. So. So, wann immer eine benachbarte Einheit Schaden erleidet, kriegt er plus 1. Das heißt, immer wenn ich mir Schaden mache. Zum Beispiel jetzt der Karte hier. Spielen wir mal, aber erstmal spielen wir mal die hier aus. So, wann immer ich einer Karte Schaden mache, der neben ihm steht, kriegt er dann hier plus den Typ. Aber es ist nicht so schlimm, ich muss jetzt nicht immer die spielen. So, der kann ruhig verbessert werden, meinetwegen. Ist mir gar nicht gerade sogar sehr recht. Verbessert wenn er sich jeden Fall. Ja, gut. Sehr gut. Er spielt gerade genau die Taktik, die mir sogar lieb ist. So. So, als nächstes würde ich dann ihn hier rein tun. Der macht sich auch nochmal selber Schaden. Naja, die Taktik ist natürlich immer optional, wenn man, also optimiert, wenn man halt wie gesagt den Typen hat, der immer Leben bekommt, wenn einer Schaden bekommt, dann kann man natürlich noch besser spielen. Aber ich erkläre euch jetzt allgemein die Taktik mal. So, ja, okay, guck mal, ganz ehrlich, der Typ hier hilft mir gerade sogar perfekt, die Taktik einmal beizubringen. So, jetzt macht er hier auch nochmal Schaden. Ganz easy. So. Jetzt muss ich aber erstmal hier den. Einer von denen hier weghauen. Machen wir mal den hier. So. In der nächsten Runde sieht ihr aber dann gleich, was abgeht. Und den ist verbessert. Aber die Taktik ist auch gut, die er macht. Wenn man jetzt natürlich ein Deck hat, was natürlich nicht auf Eigenschaden spezialisiert ist. Okay, jetzt macht er sich selber Leben. Auch nicht ganz doof, Digga. Und wie gesagt, man weiß halt nicht, was der Typ, der Gegner immer gerade auf dem Ärmel dabei hat. Hier in dem Fall habt ihr jetzt gesehen, hier hat mir Schaden gemacht und er verwandelt sich jetzt. Bei ihnen ist es nicht schlimm, wenn er Schaden bekommt, weil er lädt sich wieder mal wieder auf. Bei ihnen ist es jetzt ein bisschen doof hier. Ich bin leider nichts was anderes, was noch Schaden macht. Aber ich würde mal sagen, wir beenden mal den Zug. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir beenden jetzt mal den Zug, weil das wird ein Scheiß, das wird eine Scheißrunde hier. So, da habe ich gar keinen Bock. So. Runden wir jetzt auch nicht unbedingt gewinnen, aber ich will halt nochmal spezialisiert nochmal alles erklären. Okay. So, dann gehen wir auf die nächste Runde. Da ist es jetzt alles oder nichts. Was nehme ich denn da rein am besten? Keine Ahnung. Die packe ich mal weg. Einmal. Packe ich die nochmal weg. Okay, das ist gut. So. So, so, so. Wenn immer diese Einheit verbessert, für gar nicht zu fliegen, hier schon einer einschauen. Der macht jetzt genau die gleiche Taktik wie vorhin. Nur ist das Problem diesmal, es wird nicht mehr ganz so einfach klappen wie vorhin. So, jetzt machen wir erstmal die Karte. Die macht sich selber Schaden, ist aber nicht schlimm, weil sie hat 8, Wert von 8. Und sie verheilt sich, wenn sie einen Wert von 2 hat. Also der hat jetzt einen Wert von 5. Und wenn er dann Schaden bekommt von ihnen hier nach 3 Runden, dann kriegt er einen Wert von 2 und verwandelt sich wieder in seine alten Form. So. Okay, jetzt können wir eigentlich schon mit der hier anfangen. Oder warte mal. Ja, doch, geht, alles gut. So, dann machen wir den schon mal Schaden. Und weil der hier mich wahrscheinlich wieder abpacken wird, machen wir den schon mal hier eine kleine Blut. So.
Okay, er geht auf jeden Fall darauf zu, dass diese Karte auf jeden Fall überlebt. Ist mir eigentlich auch egal. Ist nicht ganz schlimm. So, jetzt wollen wir ja wissen, was mit der Karte abgeht. So. Die hat ja einen Wert von 5. Man würde jetzt, könnte sagen, die Hälfte des Lebens. Weil die Hälfte des Lebens erreicht ist, gewinnt er. Dann hat er einen heftigen Boost. Das heißt, sobald der Typ hier einen Wert von 2 hat, das sagt auch Berserker 2. Kann ich aber nochmal hier. Berserker, diese Fähigkeit wird ausgeübt, wann immer die Basisstärke gleich oder unterhalb des genannten Wertes. Das heißt, wenn der jetzt hier einen Wert von 2 hat, wie hier genannt ist, Berserker 2, dann verwandelt er sich. Beende jetzt mal den Zug. Wenn ich Glück habe, dann macht er jetzt, verbessert er die Karte und trifft die gleich direkt. Ist auch nicht so schlimm, wenn er die trifft oder die. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied eigentlich. So. Ist erstmal noch nichts passiert, ist auch nicht schlimm. So, und jetzt könnte ich eigentlich hier mache ich mal einen Bär hin. So. Der hier schon mal 2 Schaden machen. Dann mache ich der hier schon mal ein bisschen Schaden. So. Jetzt haben wir hier 3, einen Wert von 3. Da steht ja bei 6. 2. Jetzt machen wir den Schaden. Bam, kriegen wir hier ein und bam, kriegen wir hier noch ein beißendes Ballblatt. So. Und jetzt haben wir hier noch was sehr Starkes. Er hat nämlich einen Befehl. Sobald er eine Einheit zerstört, eine verbündete Einheit, heilt er sich komplett. Das heißt, wenn er jetzt, okay, er wurde jetzt getötet, aber guck mal, das heißt jetzt, wenn er jetzt geheilt wird, also wenn der jetzt Schaden bekommt, besser gesagt, ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil er hier den einfach kaputt gemacht hat, das konnte ich hier gar nicht zeigen, was er eigentlich drauf hat. Auf jeden Fall, sobald er Schaden bekommt, sagen wir jetzt, er hat einen Wert von 2 oder so, und dann einer ist, der, weiß ich, 3 Leben hat oder so, nur ganz niedrig ist, dann kann er ihn essen und dann ist er wieder auf ganz voll. So, das ist eigentlich der starke bei ihm. So, ich pack mal den hier rein. So. So, okay. Jetzt fügt er allen Charakteren 2 Schaden zu. So, ich hab kurz einen Schnitt gemacht, weil ich kurz jemand reinkam. Da musste ich einmal kurz einen Schnitt machen. Ja, was mache ich denn am besten jetzt? So, jetzt machen wir am besten der jetzt wieder Schaden und die kriegt wieder plus 7. Sehr OP auf jeden Fall. Also kann man einen harten Kreislauf machen und der kann mit der Karte hier gar nichts machen, weil sobald er hier einer von den beiden trifft, macht mir das einen Vorteil immer mehr. Und er kann ja nicht unendlich Runden spielen, deswegen. Er muss auf jeden Fall noch sehr lange sehr viele Karten hier setzen. Er muss nämlich auch noch 13 mehr bekommen. Das ist schon, schon viel auf jeden Fall. Ah, jetzt sogar die getroffen, geil. Jetzt hat er die getroffen, ist aber auch nicht schlimm. Zum Beispiel, jetzt, wenn die jetzt nur ein Leben, hätte ich jetzt noch mal Meister des Fallblots. Hier, warte mal. Die jetzt noch, dann könnte ich ihn jetzt, wenn er jetzt ganz wenig Leben hätte, ihn aufessen, die 1er-Karte, und dann würde ich trotzdem Plus bekommen, ja. Also das ist halt der Vorteil, ins Aufessen. So. So, weil wir jetzt hier 2 Bestien-Einheiten haben und die hier, setze ich die jetzt nochmal schnell ein, kriegen wir noch einen kleinen Boost, bam, sind wir jetzt wieder im Vorteil. So. Ich hoffe mal nicht, dass er 2 von diesen Geralt-Karten hat, dann könnte er die jetzt auch wegkommen, aber ich glaube jetzt mal, dass er die nicht hat. Ja, die Karte, die macht oft viele Decks kaputt. Das ist halt eine gute Starterkarte. Auch besser gesagt, für immer. Die ist eigentlich immer sehr gut. Für jede Situation, weil kann man immer sich einen guten Vorteil erschaffen. So, die Karte bringt mir jetzt nicht viel. Deswegen würde ich jetzt einfach die hier einsetzen. So. Machen wir mal die niedrigste Karte, die ich habe. Zack. Jetzt haben wir schon eigentlich so gut wie gewonnen, die Runde. Mit 2 Karten mehr, außer natürlich, er hat jetzt noch eine Karte, die 7 plus noch irgendwie bekommt. Aber dessen seine Fähigkeit, das hat er auch nicht mehr. Also eigentlich, ja, es kann eigentlich gar nicht mehr möglich sein, dass er jetzt noch mehr als 7 bekommt. Also, wie, keine Ahnung.
Ich habe zwei Karten mehr. Also kann sein, dass wir die Runde sogar gewinnen. Mal schauen. Ah, passt sogar. Ganz schlau sogar. Ne? Ganz schlauer ist das hier. Okay. So, jetzt haben wir die Runde gewonnen. So. Okay. So, die Karten sind im Endeffekt zwar jetzt nicht gut alle. Jetzt muss ich mal überlegen. Also ich mache erstmal die hier weg, weil ich habe hier keine Bestie. So, jetzt gucken wir mal einmal. Erstmal gucken wir hier die verbessert pro Bestie im Friedhof. Jetzt gucken wir, wie viel haben wir im Friedhof. 1, 2, 3. Das ist, die lohnt sich eigentlich, weil die einen Wert von 7 hat. Und wegmachen würde ich noch die hier, weil ich habe keine andere Karte. Okay, ich fange erstmal mit der hier an. Zack. So. Ich weiß nicht, was. Verderbte Flamincia. Nissa. Okay. Gib einer Verbindung einer eine Ladung. Das gibt Ärger. Alles klar, Digga. Okay. Ja, machen wir mal. Machen, was machen wir da am besten? Am besten Rüstung erstmal machen. So. So, ich mache das ist jetzt eine Notlösung, da ich ja dann am Endeffekt einen höheren Wert habe als sonst. Der Wert ist egal, ob du jetzt einem anderen Gegner oder dir selber Schaden machst, am Ende hast du so also den gleichen Vorteil, das heißt zwei mehr. Aber. Oder 4 mehr, ich weiß gar nicht. Aber wenn du jetzt hier Rüstung hast, ich mache mir selber Schaden, dann habe ich mehr Plus, also 6 Plus insgesamt. Das ist sehr gut. Ein sehr guter Vorteil. Wenn ich mir jetzt hier selber Schaden mache, bam. 6 Plus. Und ja, zu beenden. Wenn ich Glück habe, dann gewinne ich die Runde. Weil wenn er jetzt nichts hat, wo er noch auf schnelle Welle noch höheren Wert bekommt als 20... Müsste ich eigentlich alles gut bekommen. Zwei obersten Karten aus. Okay, das ist natürlich okay, das ist hart. Auf jeden Fall eine harte Karte. Und die hier, was macht die? Passe eine Einheit um 1. Alles klar, aber er hat trotzdem einen Wert von 20, ganz knapp noch. Also mehr als 20 kann er gar nicht mehr bekommen. Was nicht schlimm ist, auf jeden Fall. So, jetzt setzen wir die hier als nächstes ein. Verbessern einfach mal den hier. So. So, und das ist ein Druide, ne? Das ist ein Druide. Und deswegen kriegt er statt 2, 3 Krähen. Außer natürlich, er tötet die jetzt. Bessere 5 Bahn-Nachbar der Einheit. So, gepasst. Ja, okay. So, zack, gewonnen. Jetzt könnte man natürlich wieder andere kommen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Einheit hier verbessere. Wo ist denn die jetzt? Also, wie vielleicht hatte ja eine, die hier, genau, verbessere Best, dann könnte ich die jetzt die wieder einsetzen, wenn ich die hätte. Also, das ist eigentlich ein ganz gutes Deck. Ich werde auch wahrscheinlich noch ein Video machen, wo ich das Deck nochmal zeige, wo ich alle Karten drum und dran zeige und so. Gewonnen. Das war die Runde. Danke fürs Zuschauen und haut rein.